Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaupunks und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Stray. Im letzten Part sind wir hier schön durch die Gassen gewandert, haben es gerade eben noch geschafft, die Jacke zu klauen. Aha. Und haben ein paar Überwachungskameras zerstört. Und machen jetzt weiter, sind immer noch auf der Suche nach Clementine. Waren wir hier schon drin eigentlich? Das kommt mir gar nicht bekannt vor. Das ist der Klamottenladen. Seht's mir kurz ein bisschen nach. Ich habe mir gerade so eine Sepolet-Lutschtablette reingedrückt. Und dann halte ich vielleicht echt noch durch und wir kriegen die Woche noch mit Content versorgt. Ich würde mich sehr freuen. Und das dauert aber nicht lang, bis man so ein Ding weggelutscht hat. Ich mache das jetzt so nebenbei und dann passt die Sache. Und doch, da waren wir schon. Das war der Anfang. Ihr kennt meinen Orientierungssinn. Er läuft. Der ist erste Sahne, wie man immer sagt, ne? Herausragend. Gut, dann gehen wir mal da weiter. Clementine wird ja irgendwo hier sein, in diesem Bereich, wo es gedanced wird. Opala. Wir gehen mal ins Inventar. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Ja, schon klar. Sobald das da erwähnte jemanden namens Clementine. Sie könnte uns helfen. Lass sie uns finden. Dieses Bild und die Symbole auf der Rückseite könnten uns wahrscheinlich irgendwie helfen. Das war der Plan. Ich möchte das bitte untersuchen. Mit A. Da. Das erste ist das Stockwerk. Und dann haben wir das Dings. Okay. Kann sich das einer merken? Ah, wird schon irgendwie. Also irgendwie 3 grüne und 5 rote und dann dieses blaue Symbol hier. Gut, wir versuchen mal unser Glück. Wo steht denn dieses Stockwerk dran? So. Hier. 3. Ich bin jetzt schon komplett verwirrt. Ah, es läuft. Da sind auf jeden Fall 3. 3 grüne oben. Drücken wir den falschen Knopf. Untersuchen. Oben 3, unten 5. Oben 3, unten 5. Das mit dem Stockwerk habe ich nicht so ganz geschnallt, wo das steht. Oder? Bin ich da alleine, der das nicht reilt, oder was? Oben 3, unten 5. 2. Ich laufe hier einfach mal rum, irgendwann werden wir schon finden. Oben 3, unten 5. Oben 2, oben 2. Oben 2, 2, 2. Hier ist überall 2, das heißt, ich muss eigentlich noch einen höher. Würde Sinn ergeben, oder? Würde ich mal so behaupten. Ja, da sagt er ja auch 3. Dann das andere war die Adresse, das ist das Haus. Also hier ist jetzt 3 und dann müssen wir nur noch die richtige Tür finden. Warte, vorsichtig. Hier ist irgendwie so ein Strom. Das ist das Stromkabel, aber ob damit jetzt irgendwas ist, weiß ich nicht. Glaub aber nicht. Haha! Das einzige Ding, was abgefuckt aussieht, war doch klar. Oben 3 und 5, das da. Das muss es sein. Das muss es sein. Aber warte, bevor wir da reingehen, erstmal nochmal umgucken. Jetzt chillt nämlich noch einer. Moin. Muka, was bist du eigentlich? Man nennt mich Katze. Ein Vierbeiner, der niedliche Geräusche macht. Das Konzept gefällt mir. Ja, bist du nicht alleine. Das Konzept gefällt mir. Oh. Ein Vierbeiner, der niedliche Geräusche macht. Das Konzept gefällt mir. Gut, dann aber jetzt mal rein in die Bude. Und mal gucken, ob wir die gute Clementine finden, nicht wahr? Was ist das hier jetzt noch? Hier waren wir schon, okay. So. Ich gehe da mal eben rein. Zack. Und wenn das sie sich hier irgendwo versteckt. So, wir machen natürlich erstmal wieder Katzendinge, ist doch klar. So, hier schön den Becher runterschmeißen. Jetzt haben wir hier ein paar Post-its dran. Ne? Schön. Ach, schön. Eigentlich müssten wir die Müllsäcke zerfetzen. Macht zum Glück unser Kater auch nicht.
Glücklicherweise ist immer ganz schlimm, wenn du einen Kater hast und eine Katze, die das macht. Und vor allen Dingen dann mit den Müllsäcken der Nachbarn oder so. Da hast du Spaß. Macht unser zum Glück gar nicht. Der kratzt auch generell nicht an. Oh, Junge, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal, wer bist du? Was willst du von mir? Ich wollte mal hier Moin sagen, guck mal. Warte, also hat Sebastian endlich beschlossen, jemanden zu schicken. Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du ja nicht gerade. Das ist das Konzept. Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Ich habe nach einem Weg zur Außenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe, aber die Wächter sind immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du helfen. Folge mir. Gerne. Darf ich mich vorne noch umgucken? Na, ich folge erstmal. Wir können uns danach umgucken. Sie hat einen Plan. Dafür braucht sie nämlich wahrscheinlich verschiedene Dinge. Darunter auch so einen. Wir müssen uns bestimmt als so ein Wächterroboter verkleiden und brauchen dafür einige Dinge. Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie, um sie mit Strom zu versorgen. Ich weiß, dass die Neko Corporation eine in ihrer Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Alter, ich kann mir richtig reden. Infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht. Der ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Überbringe ihm diese Nachricht. Der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Überbringe ihm diese Nachricht. Okay. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte kein Problem haben, sich in die Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache noch. Zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Halte dich nur von den Wächtern fern. Okay, also jetzt sind nicht mehr die kleinen Zorgs sozusagen, die uns Stress machen, sondern die Wächter wären das Problem. Oh, kleine Metallen setze ich wieder hin. Das ist ja schön. Ich mache die ganze Arbeit und du zockst hier online, oder was? Cool. Na gut. Ah, Muck ist auch wieder geil. Also, Props gehen auch hier raus an dieses Sounddesign. Oh, ich habe was geöffnet. Kann ich auch gucken, was drin ist? Scheint nicht von Relevanz zu sein. Oh, doch, da. Komm schon, komm schon. Los, ja. Nice. Einen kleinen geheimen Ort gefunden. Ihr seht es, es lohnt sich immer wieder Katzendinge zu machen. Hier wird geschlummert. Dass ich mich jetzt hier nicht einrollen kann, wundert mich aber extrem. Das sieht sehr, sehr gemütlich aus. Da würde ich mich sogar in echt hinrollen, oder? Komm, wer hätte denn keinen Bock hier zu liegen? Hast du noch einen schönen Tee oder so? Ein bisschen Musik anmachen zum Entspannen und dann richtig schön chillen. Nachdem mein Urlaub jetzt ausgefallen ist, könnte ich das auch wirklich gebrauchen. Ohne Scheiß, ich habe mich ja, also ich bin ja mal ehrlich, ich war arbeitsmäßig ganz schön am Stock gehen und habe mich so auf diesen Urlaub gefreut. Also die letzten 3 Tage auch auf Arbeit vor dem Urlaub, da ging gar nichts mehr. Ich wollte nur noch endlich Urlaub haben, schöne Woche Heimaturlaub und dann schön auf Wacken mal richtig die Verwahrlosung einleiten. Mal richtig wieder zurückresetten, ne? Und das ist jetzt alles ausgefallen. Und entgegen, dass ich da wenigstens 2 Wochen Entspannung hatte, habe ich ja noch gelitten. Das heißt, ich hatte jetzt gar keinen Urlaub und darf schön Montag wieder zurückkehren. Ich weiß nicht, was das wird, ey. Mega geil, ich sag's euch. Aber so ist das Leben. Willst du machen. So, was sagt denn B12? Clementine bat uns, ihren Kontaktmann in der Nähe der Fabrik zu finden, ja. Er ist der Roboter, der eine Bomberjacke und Goldkette trägt. Na, dann mal los. Davon wird's ja wohl nicht so viele geben. Bomberjacke und Goldkette. Oh, dieses Lutschding ohne Scheiß, das bringt echt was. Es geht ganz gut gerade. So, Leute. Wow. Guck mal, man macht sogar so ein... Man slidet so. Habt ihr das gerade gesehen, als ich rumgerannt bin und dann die Richtung gewechselt habe, so wie Katzen das gerne mal machen? Dann slidet man auch so. Oh nein, ist das cool. Okay, ich hab... Jetzt bin ich aber ganz hin und weg, ne? Also, das ist ja geil, dass sie das Detail... Es ist halt so unnötig, aber es ist geil. Jeder Katzenbesitzer kennt genau diesen Move. Und wenn dann irgendwie noch ein Parkett oder so drunter ist, noch witziger. Dann dauert das nämlich viel länger. So, in der Nähe der Fabrik. Das war irgendwo da hinten, glaube ich. Das ist bestimmt der mit der Zeitung, der da in der Gosse rumstand. Der ist das bestimmt. Muss das nur wieder finden. Ich und mein herausragender Orientierungssinn werden uns das schon nicht im Stich lassen. War das hier drin?
Ja, das war's. Ist das eine Bomberjacke? Hat er eine Goldkette? Ja, das ist der. Guck mal, Bomberjacke und Goldkette. Hätte ich jetzt nicht unbedingt als Bomberjacke wahrgenommen, aber doch, so ein bisschen geht schon in die Richtung. Ich habe hier diese Notiz für dich. Woher hast du das? Oh, du bist bei den Außenwellen mein Kontakt? Lass mich dich kurz über die Atombatterie aufklären. Okay. Die Batterie versorgt die Nekocorp-Fabrik hier, aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Sie kontrollieren jeden, der das Gelände betritt und schicken jeden weg, der kein Arbeiter ist. Hier meine Idee. Besorg mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe, um mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Okay, also die Jacke habe ich schon mal. So. Perfekt. Die Jacke ist genau das, was wir brauchen. Ich brauche aber noch einen Arbeiterhelm. Hast du auch so einen gefunden? Noch nicht. Schauen wir mal. Kann ich da denn schon hingehen? Gibt es LAG, wenn ich da hingehe? Tut mir leid, Kleines. Du kannst hier nicht spielen. Die Nekocorp-Fabrik ist kein Ort für einen kleinen Wuschel wie dich. Der Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, kann ich wieder... Okay. Hatten wir ja schon. Wir brauchen einen Helm. Wenn ich an einen Helm denke... Gut, das könnte er sein. Man könnte versuchen, Gary den Helm wegzunehmen, aber... Gefällt dir mein Outfit? Es ist wichtig für die Sicherheit. Ich habe es aus dem Kleidungsgeschäft und dem Hutladen, aber ich bezweifle, dass sie eine Größe für... Größe führen, dass sie deine Größe führen, Kleines. Der Hutladen, das habe ich fälschlicherweise als... Also es war mal ein Friseur, ist dann wohl jetzt ein Hutladen? Oder ist das der Hutladen? Das ist kein Hutladen hier, nee, nee. Ich glaube, der Friseur ist das. Beim Friseur werden wir bestimmt... Werden wir bestimmt so ein Ding finden. Jetzt musst du den Friseur wiederfinden. Das ist ja kein Problem für mich. Wo war der? Was bist du eigentlich für einen? Hatten wir schon geredet? Türsteher. Der Club ist geschlossen. Hau ab. Okay, wir dürfen leider nicht in den Club. Ein bisschen Klappen ist nicht drin heute. Schade. Ist ja voll mein Ding. Wenn ich schon nicht auf Wacken war, dann wenigstens Klappen gehen, oder? Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich bin nicht so der Club-Typ, muss ich echt sagen. Hi, wer bist du? Ich warte schon seit Ewigkeiten darauf, dass Stublenshi zurückkommt und mir hilft, diese Hüte... wieder aufzustocken. Der Chef ist nicht begeistert. Wenn der Kerl wieder in der Bar rumhängt, kann er was erleben. In der Bar. Ah. Guck mal hier. Oh, Hector, lass mich nicht rein. Hey, Door. Niemand kann den Laden betreten, während er wieder aufgestockt wird. Okay. Und da die beiden so inkompetent sind, könnte es noch eine Weile dauern. In der Bar. Okay, wir müssen in die Bar. Wie hieß der Typ? Warte, nochmal den Namen rausfinden. Sag mir nochmal den Namen. Ich warte schon seit Ewigkeiten darauf, dass Stublenshi zurückkommt und mir hilft, die Hüte wieder aufzustocken. Der Chef wird nicht begeistert sein. In der Bar rumhängt. Bar. Wo ist die Bar? Das war ein Restaurant, das war ja nicht eine Bar, aber es könnte auch eine Bar sein. Ja, ist das nicht Stublenshi? Ja, ist gut. Du bist... Jazam. Mehmet. Turin. Das ist der nicht. Das könnte er sein. Oh doch. Oh je, der ist ja komplett im Arsch. Das ist der bestimmt. Ich weck den mal eben auf. Ah, er ist wieder wach. Sanft und einfach geweckt. Moin! Mann, du siehst aber ein bisschen rostig aus. Oh, geht ein bisschen Sternhagel voll los. Aber ich glaube, das ist der. Komm, wir lassen ihn mal zurückwanken. Mir geht's richtig scheiße. Er hat sich ein bisschen zu viel Öl reingemeddelt. War der vorhin auch schon da? Wir waren ja hier schon mal drin. Mir ist der nicht aufgefallen.
Hier, das hätte ich als Bomberjacke übrigens wahrgenommen. Das Ding hier. Aber mein Wissen über Kleidung ist sehr begrenzt. So, na, lauf mal eben dahin. Miau. Bisschen schneller bitte, wir müssen hier eben noch vorankommen, ne? Na los. Da passen sie wieder auf. Die sind schon ein bisschen gruselig, diese Wachroboter, oder? Weißt du, wie spät das hier ist, Mann? Oh, der ist am Schwitzen. Ja, sorry, sorry. So, jetzt wird aufgestockt, Leute. Es geht wieder los. Guck mal da. Ja, hier, hier, hier. Hier, hier, rein da. Ah, ich verstehe den Trick. Ah, nice, nice, nice. Let's do cat things. Hier wieder hocken. Ich kann mich ganz schnell drehen. Whee! So, dann lassen wir uns mal reintragen. Sehr nice gemacht, komm. Bitte euch, das ist echt cool. So, rein hier. Setz mich mal ruhig ab, du. So. Ich warte, bis er sich umdreht und raus. So, jetzt brauchen wir nur noch so einen Hut. Geil, Hut gestohlen. Sonst noch irgendwas los hier? Man muss sich ja auch erstmal umgucken, wenn wir schon im Laden drin sind. Nicht, dass wir noch eine Erinnerung oder sowas übersehen. Aber viel mehr scheint hier nicht zu sein. Wir können noch mal kratzen. Oh, jawohl. Reicht dann auch. So. Okay. Und dann müssen wir nur noch einen Weg rausfinden. Dann nehmen wir doch einfach das hier. Alles so stabil in dieser Welt, oder? Alles so stabil gebaut. Gut, dann zurück in der Gasse. Nicht diese, die andere. Und dann geben wir ihm mal den Hut. So, bist du bereit? Ich habe hier auch den Hut gefunden. Kann abgehen. Wenn ich jetzt einen Arbeiterhelm. Ja, ja, guck mal hier. Hervorragend. Dieser Helm wird ausreichen. Ich ziehe mich jetzt an. Kannst du dich umdrehen? Ja, wenn das sein muss. Ich nehme so lange ein Stückchen Kaffee zu mir. Die sind klasse. Ein bisschen eng an der Taille, aber wird schon gehen. Okay, spring in diese Kiste und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Ich habe das Gefühl, dass uns danach gleich eine Schleichpassage erwartet. Das wird scheiße werden. Ich und Schleichen ist ja so gar nicht meine Welt. Aber muss. Wir haben es ja bei A Plague Tale ganz gut hinbekommen. Ne? Ich möchte bitte einmal in die Fabrik rein, wenn das okay ist. Ah, ja, moin. Hallo. Okay, was haben wir denn da? So, so. Mhm, ja. Ja, das sieht sicher aus. Das pelzige, flauschige Ding da drin ist mir nicht aufgefallen. Gehen Sie mal weiter. Weiter gehen. Das sind nicht die Katzen, die Sie suchen. So, und rausspringen. Wupp. Okay. Also er lenkt die Leute ab und ich gehe dann wohl durch die Fabrik. Alles klar. Ja, da ist jemand am Lachen, du. Hier wird repariert oder was? Na dann mal los, wir gucken uns mal um, ne? Was müssen wir denn machen? Oh, oh, hier wird Müll runtergeschmissen. Okay. Die recyceln tatsächlich. Ich dachte, das nennen die nur so und in Wirklichkeit schmeißen die das halt einfach nur irgendwo hin. In so eine Grube. Man kennt es ja noch vom Anfang. Der wurde auch einfach alles in die Grube geschmissen. So, wie geht's denn jetzt weiter? Achso, ja, ich kann da ja einfach durchlaufen. Ah, guck mal. Oh, oh. Also hier hinten geht's nicht weiter. Wir müssen kurz warten. Oh Mann, das wird nervig, Alter.
Gehen wir jetzt erstmal hier in Deckung. So, meine Lieben, der Hane ist am Kren und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.